Alexei Nawalny hatte an Bord der Maschine nichts gegessen oder getrunken. Das hat die Fluglinie bestätigt. Aber der schwarze Tee, den er am Flughafen vor Abflug trank, war der vielleicht vergiftet? Das vermutet jedenfalls seine Sprecherin. Nawalny, der schärfste Kreml-Kritiker, liegt auf der Intensivstation im Krankenhaus Omsk im Koma. Mehrfach wurde er bereits verhaftet. Auch tätliche Angriffe gegen ihn gab es. Nawalny hat viele Feinde im Machtapparat. Sein steter Kampf gegen Machtmissbrauch und Korruption in Russland könnte ihm zum Verhängnis geworden sein. Der Flug führt vom sibirischen Tomsk nach Moskau. Alexei Nawalny fühlt sich nicht gut. Er verliert das Bewusstsein. Nach einer Notlandung in Omsk wird der prominente Putin-Gegner in dieses Krankenhaus gebracht. Dort kämpfen die Ärzte um Nawalnys Leben. Eine genaue Diagnose können sie zunächst nicht geben. Er befindet sich in einem ernsten, aber stabilen Zustand. Er wird beatmet. Gegenwärtig gibt es mehrere Diagnosen, die bestätigt oder widerlegt werden müssen. Es ist noch nicht sicher, ob eine Vergiftung zu seinem Zustand geführt hat. Sie ist eine der möglichen Erklärungen. Genau die vermutet Nawalnys Sprecherin nach einer Geschäftsreise in Sibirien. Vor dem Abflug sei es ihm noch gut gegangen. Sollte in der Tasse am Flughafen mehr als nur Tee und Wasser gewesen sein? Noch ist das alles Spekulation, aber es wäre nicht der erste Angriff auf Leib und Leben des 44-Jährigen. Der Kopf der liberalen Opposition organisierte in den vergangenen Jahren immer wieder landesweite Proteste. Immer wieder enthüllt er die Korruption der Machtelite in Russland und immer wieder wurde er festgenommen. Eine mögliche Vergiftung erinnert an andere Fälle, zum Beispiel den des Aktivisten Pyotr Versilow von der Protestgruppe Pussy Riot, der nach Vergiftungssymptomen in Deutschland behandelt wurde. Auch Fälle im Ausland sorgten für Schlagzeilen, wie etwa der von Doppelagent Sergej Skripal und seiner Tochter im englischen Salisbury, die vor 2 Jahren nur knapp einem Giftanschlag entkam. 2006 starb der frühere russische Agent Alexander Litwinenko im Londoner Exil nach einer Vergiftung mit hochradioaktivem Polonium. Jetzt kämpft Putins unermüdlicher Widersacher offenbar um sein Leben. Und in Moskau erreichen wir Juri Reschetow. Was weiß man bislang zum Gesundheitszustand von Alexei Nawalny? Na, also nicht viel mehr, als wir es gerade im Beitrag gehört haben. Der ist offenbar in einem künstlichen Koma und ist nicht ansprechbar, also wird beatmet. Wir haben den Chefarzt gehört von dem Krankenhaus in Omsk, in der sibirischen Großstadt, wo er jetzt gerade ist, der gesagt hat, dass Alexei Nawalny vielleicht, dass sein Zustand vielleicht sich ein bisschen stabilisiert hat. Also er hatte ein bisschen Hoffnung, dass es ihm besser geht, aber keine große Hoffnung. Nawalny ist ja als Kreml-Kritiker den Machthabern ein Dorn im Auge. Wie aktiv kämpft er eigentlich gegen Korruption an? Ziemlich aktiv, Birgit. Er hat also in den letzten Jahren wirklich für sehr viel Aufsehen gesorgt mit seinen spektakulären investigativen Videos über die Korruption in den allerobersten Etagen, angefangen mit dem russischen ehemaligen Ministerpräsidenten Dmitri Medvedev. Also sein Film hat da millionenfach geklickt auf YouTube. Aber auch andere russische Beamten, auch lokale Beamte, regionale Fürsten sozusagen, waren in Anführungszeichen Opfer seiner Enthüllungen. Er ist sehr populär geworden, eben mit diesen Videos. Er hat natürlich aber auch zu den Protesten aufgerufen in den letzten Jahren und ziemlich erfolgreich, besonders beliebt bei den jungen Leuten gewesen oder immer noch. Die Frage ist natürlich, was haben diese ganzen Videos bewirkt? Relativ wenig, weil anscheinend die Menschen, um die es da geht, zu fest in ihren Satteln sitzen. Schnell wurde ja jetzt auch der Verdacht laut, Nawalny sei vergiftet worden. Was verstärkt diesen Vorwurf? Den Vorwurf verstärkt vor allen Dingen die Beschreibung seines Zustandes und auch die Indizien, die dafür geführt haben könnte. Also er hat wohl keine Krankheit gehabt. Das hat seine Ärztin, seine richtige Ärztin, also auch die in Moskau ist, Therapeutin gesagt.
uns heute bestätigt in einem Interview. Er war also eigentlich kerngesund. Er ist eben nicht sofort umgekommen. Und das sieht ziemlich danach aus, dass er vergiftet wurde, wenn man Piotr Versilov zuhört. Das ist also der Gründer von der Punkband Pussy Riot und auch ein großer Aktivist hier in Russland. Der ist vor 2 Jahren vergiftet worden, ist nach Berlin in die Charité gebracht worden, wurde dort behandelt mit sehr ähnlichen Symptomen. Er hat uns auch heute in einem Exklusivinterview erzählt, wie es ihm ging, und das sieht sehr ähnlich aus. Vielen Dank für all diese Informationen, Juri Rischeto, nach Moskau.